Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten Deutsch. Heute üben wir für die B1 oder B2 mündliche Prüfung. Teil 2 – Präsentation. Das Thema meines Präsentations ist: Brauchen Kinder Mobiltelefone? Man kann so anfangen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich über ein aktuelles und viel diskutiertes Thema sprechen. Brauchen Kinder Mobiltelefone? Ich werde zuerst den Inhalt und die Struktur meiner Präsentation erklären, dann von einer persönlichen Erfahrung berichten und die Situation in meinem Heimatland schildern. Schließlich werde ich die Vor- und Nachteile besprechen und meine Meinung dazu äußern. Am Ende werde ich Ihnen auch einige Beispiele geben. Meine Präsentation ist in 4 Teile gegliedert: Einführung und persönliche Erfahrung, Situation in meinem Heimatland, Vor- und Nachteile, Fazit und Dank. Beginnen wir mit meiner persönlichen Erfahrung. Mein Neffe, der 10 Jahre alt ist, hat vor einem Jahr sein erstes Mobiltelefon bekommen. Anfangs war er sehr begeistert und nutzte es hauptsächlich für Spiele und zum Chatten mit Freunden. Allerdings bemerkten seine Eltern schnell, dass er mehr Zeit mit dem Telefon verbrachte als mit seinen Schulaufgaben oder Hobbys. Sie mussten klare Regeln aufstellen, um den Gebrauch des Mobiltelefons zu regulieren. Nun zur Situation in meinem Heimatland. In meinem Heimatland besitzen viele Kinder bereits in jungen Jahren ein Mobiltelefon. Diese liegt daran, dass die Eltern sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen und immer wissen möchten, wo sie sind. Außerdem nutzen viele Schüler digitale Medien im Unterricht, was den Besitz eines Mobiltelefons fast unerlässlich macht. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen. Vorteile. Erster Vorteil ist Sicherheit. Eltern können jederzeit den Aufenthaltsort ihrer Kinder überprüfen und schnell Kontakt aufnehmen. Bildung. Mobiltelefone können als Lernwerkzeug verwendet werden, zum Beispiel für Recherche- oder Bildungs-Apps. Nochmal, Mobiltelefone können als Lernwerkzeug verwendet werden, zum Beispiel für Recherche- oder Bildungs-Apps. Soziale Kontakte. Kinder können mit ihren Freunden in Kontakt bleiben und ihre sozialen Fähigkeiten verbessern. Nachteile. Ablenkung. Kinder können durch Spiele und soziale Medien abgelenkt werden, was sich negativ auf ihre schulischen Leistungen auswirken kann. Gesundheit. Übermäßiger Gebrauch kann zu gesundheitlichen Problemen wie Augenbelastung und Schlafstörungen führen. Kosten. Mobiltelefone und ihre Nutzung können teuer sein, insbesondere wenn teure Geräte oder Datenpläne verwendet werden. Meiner Meinung nach sollten Kinder Mobiltelefone haben, aber unter bestimmten Bedingungen. Die Nutzung sollte von den Eltern überwacht und reguliert werden. Ein Beispiel dafür ist, feste Zeiten für die Nutzung festzulegen und sicherzustellen, dass das Telefon hauptsächlich für Bildungszwecke verwendet wird.
Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung spezieller Kindersicherungs-Apps, die den Zugang zu bestimmten Inhalten einschränken und die Bildschirmzeit begrenzen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mobiltelefone sowohl Vorteile als auch Nachteile für Kinder haben. Es ist wichtig, dass Eltern eine aktive Rolle bei der Überwachung der Nutzung spielen und klare Regeln aufstellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen einen umfassenden Überblick über das Thema "Brauchen Kinder Mobiltelefone?" geben konnte. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt. Übt weiter und bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.